Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute ein Haul für euch. Ich habe euch ja schon mal erzählt, Januar und Februar sind nicht gerade meine Lieblingsmonate. Ich sehne einfach dem Frühling schon so hin. Ich habe einfach schon so Lust auf Frühling. Ich hoffe, er kommt auch ganz, ganz bald. Deshalb habe ich aber auch schon mal so ein bisschen für den Frühling, sage ich mal, eingekauft. Und ich zeige euch einfach mal die Sachen. Als allererstes habe ich schon mal Bikinis und Bademode geshoppt. Hauptsächlich, weil, ja, ich kaufe irgendwie immer meine Bikinis und Bademode im Winter, weil dann sind die irgendwie günstiger. Und ich empfehle auf jeden Fall jedem von euch, Bikinis im Winter, also Bikinis und Badeanzüge im Winter zu kaufen. Ich fange direkt mit dem schlichtesten Teil an, und zwar ist es dieses schwarze Bikini-Unterteil. Das ist so ein High-Waisted, so eine High-Waisted-Hose. Das macht, finde ich, auch noch eine sehr schöne Figur. Ich habe mir einfach nur dieses Unterteil gekauft, einfach eine höher sitzende Bikinihose in schwarz, weil ich mir denke, man kann auch andere Bikini-Oberteile dazu kombinieren, so auch verschiedene Farben, weil schwarz passt ja zu allem, und ich bin immer noch auf der Suche nach dem perfekten Oberteil dazu in schwarz, dann kann ich das nämlich auch dann zusammen anziehen, aber ansonsten kann man das auch gut kombinieren mit anderen Bikini-Oberteilen, wie zum Beispiel rot oder rosa oder so, das finde ich auch sehr schön. Ich mag nämlich so gerne dieses Mix and Match. ASOS hat auch dieses Jahr Badeanzüge bzw. Bikinis in vielen verschiedenen Farben und in One-Size-Größe rausgebracht. Das heißt, man kann gut Mix und Matchen. Das sind so geriffelte Bikinis, sehr stretchy und alle One-Size. Und ich habe mir diesen Bikini, also ein Bikini in der Farbe ausgesucht. Das ist so ein rosa, so ein schönes, so fast schon aschiges Rosa. Ja, man mag es nicht glauben, aber das ist halt das Oberteil. Und die sind alle One-Size, aber das passt eben bei Frauen mit einer größeren Oberweite, sowie auch bei Frauen mit einer kleineren Oberweite, weil ihr könnt sehen, hier, also hier kommt die Brust rein und das lässt sich so weit auseinanderziehen. Das heißt auch, dass Frauen mit größeren Oberweiten, so wie ich jetzt, für die ist das auch was. Also da braucht ihr keine Angst zu haben. Das sieht jetzt natürlich sehr klein aus. Das ist halt für Frauen mit großen und mit kleinen Oberweiten. Das ist halt sehr stretchy, deswegen passt sich das auch sehr dem Körper an, den man eben hat. Und das begrüße ich natürlich immer sehr. Und dazu habe ich auch eine Hose gekauft, die so einen etwas höher sitzenderen, also so einen etwas höher sitzenden Bund hat. Das sitzt dann nicht direkt auf der Hüfte, sondern etwas weiter oben. Und das ist ein sehr festes Material. Und wenn sich das eben lang zieht, kann man auch nicht durchschauen, was halt auch sehr gut ist. Dann habe ich mich dieses Jahr entschieden, einen Badeanzug zu kaufen. Und ja, ich wollte auf jeden Fall einen Badeanzug haben, der schon so ein bisschen Bikini-artig ist und nicht komplett den Bauch verdeckt. Das war mir ganz wichtig. Und deshalb habe ich mir diesen hier gekauft. Der sieht ganz witzig aus. Jetzt, wo ich den hochhalte, sieht der sehr witzig aus. Hier ist der Bauch, also hier. Er ist halt weiß mit goldenen Streifen. Ich kann euch das mal ein bisschen von näher zeigen. Der ist weiß mit goldenen Streifen oben. Und ich finde das richtig schön. Ich liebe ja weiß und gold und rosa zusammen. Und unten hat er so ein rosa Höschen. Und das ist so ein bisschen glänzend und ich finde das so schön und ich fühle mich wie eine Prinzessin da drin. Ich finde den wirklich sehr schön und verbunden sind Oberteil und Unterteil mit so goldenen Ringen. Hier wird so eine Schleife gebunden am Rücken. Ich glaube aber auch, dass man diesen Badeanzug ganz toll mit einer Jeans kombinieren kann, die einen hohen Bund hat. Ich zeige euch mal, wie ich das meine. Weil ich mache das eigentlich ganz gerne, dass ich auch so Badeanzüge oder so Oberteile, Bikini-Oberteile mit
mit einer Jeans kombiniere, weil ich finde das einfach irgendwie schick. Ja, ich zeige euch einfach, wie ich das meine. Dann war es das als allererstes für Bikinis. Und dann habe ich auch bei ASOS dieses Top hier gekauft. Es ist weiß mit schwarz-roten Streifen und schwarzen Trägern und es ist bauchfrei. Und ich finde das so schön, wenn man sowas trägt mit einer Jeans, die einen hohen Bund hat und dann quasi mit dem Top fast abschließt, wo man nur einen Teil vom Bauch sehen kann. Ich finde das einfach sehr schön und es ist auch von ASOS, aber es ist von der Marke Boohoo. Also so heißt die Marke und ich finde das einfach so schön und ich liebe solche Träger und ich finde einfach auch den Ausschnitt so schön. Und hier geht das so ein bisschen zusammen, also hier gibt es so eine kleine Raffung in der Mitte und ich finde das sehr schön. Und ich glaube, das werde ich diesen Frühling und Sommer sehr viel tragen. Dann geht es weiter mit Sachen, die ich bei H&M gekauft habe. Ich war jetzt vor kurzem shoppen und da habe ich mir, also ich mag in letzter Zeit gerne Blusen und ich habe mir bei H&M einmal diese blau-weiß gestreifte Bluse gekauft. Ich finde die sehr, sehr schön. Die hat so ein richtig fließendes Material. Ich kann das gar nicht beschreiben. Und ich finde gerade jetzt, da ich ja dieses Jahr blond sein möchte und zum Sommer möchte ich ja komplett blond sein, glaube ich, sieht das mit blonden Haaren nochmal richtig schön aus. Und ich trage die sehr gerne geschlossen oder auch offen in der Jeans oder mit Leggings. Und ich finde einfach das so schön. Dann meine nächste Ausbeute, das habt ihr wahrscheinlich schon auf meinem Instagram gesehen, das ist diese Bluse hier, die ist rosa-weiß gestreift und ich liebe rosa-weiße Streifen. Finde ich einfach richtig schön, vor allen Dingen jetzt, da ich ja blond werden möchte und ich liebe ja so Barbie-Stil, finde ich, das ist einfach so schön. Ich liebe ja sowieso die Farbe rosa und ja, ich mag das sehr gerne, das erinnert mich sehr an Barbie oder so ein bisschen Victoria's Secret. Und das finde ich einfach, also das ist momentan wirklich mein Lieblingsteil. Das ziehe ich wirklich sehr oft an. Entweder offen mit so einem schönen Top drunter, wie so diesem hier jetzt. Oder geschlossen und in die Hose reingesteckt. Ich liebe das. Ich finde das sehr, sehr schön. So, das war der Haul-Teil. Und dann habe ich auch noch ein paar Neuigkeiten für euch. Und zwar Dinge, die meinen Kanal betreffen. Und zwar wollte ich mal so ein paar Veränderungen vornehmen. Also keine Angst, es wird sich nicht viel ändern. Ich hatte nur einfach überlegt, die Sache mit dem jeden Sonntag ein Video hochladen. Am Anfang war das auch noch sehr hilfreich für mich. Dann hatte ich immer einen Tag, wo ihr wusstet, dann und dann kommt ein Video. Aber mittlerweile ist es einfach so, wenn ich mich eben so beschränke, finde ich, nehme ich mir selber auch so ein bisschen den Spaß daran. Also bisher habe ich immer noch sehr viel Spaß, damit das nicht dazu kommt, dass ich dann irgendwann sage, boah, nee, also jetzt habe ich keine Lust mehr. Habe ich mir gedacht, um mir selber einfach so ein bisschen den Druck wegzunehmen und den Spaß nicht wegzunehmen an der ganzen YouTube-Sache, habe ich mir gedacht, werde ich nicht fest jeden Sonntag ein Video hochladen, sondern so wie ich lustig bin, beziehungsweise so wie eben bei mir die Ideen fließen und wie ich auch Zeit habe. Ich bin ja nun mal auch Studentin und das darf auf gar keinen Fall in den Hintergrund rücken, weil das mir auch sehr wichtig ist. Und ich finde, es ist schon ein gewisser Druck dahinter, wenn ich sage, okay, ich lade jetzt jeden Sonntag ein neues Video hoch. Und ich dachte mir, dass ich jetzt immer mal was filme, was mir wirklich Spaß macht, wozu ich so eine Idee habe und wo ich dann sage, ja, das drehe ich jetzt ab und dann lade ich das hoch. Weil wenn man irgendwie sich vornimmt, jeden Sonntag ein Video zu filmen, dann muss man manchmal auch auf Knopfdruck auf eine Idee kommen und irgendwie ist das nicht so. Also versteht mich nicht falsch, ich hatte vorher auch sehr viel Spaß, die Videos alle hochzuladen, aber ich muss sagen, so ein, zwei Videos waren auch dabei, die ich einfach auf die Schnelle gefilmt habe, weil ich die Woche zu viel zu tun hatte beziehungsweise mit anderen Dingen beschäftigt war und da war ich dann auch nicht allzu stolz. Also nicht zu 100% stolz auf diese Videos. Ich versuche jede Woche eins hochzuladen. Ich versuche es, aber ich werde mir auch den Druck nicht machen. Das heißt,
Ich werde definitiv weiterhin Videos produzieren, aber eben so, wie meine Kreativität es zulässt. So, ohne Druck und damit auch wirklich die Videos genauso werden, wie ich es mir vorstelle. Also es wird sich wirklich nicht viel ändern, außer dass jetzt vielleicht statt Sonntag auch mal an einem Donnerstag ein Video kommt und dafür dann aber in der nächsten Woche mal am Samstag oder so. Also dass ich mal zwischendurch mir entweder mal längere Pausen erlauben kann oder wenn die Kreativität eben so fließt, dass ich Videos nacheinander produzieren kann, dann produziere ich mal auch eins am Dienstag. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die mich bisher verfolgen und unterstützen. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Vielen Dank. Und ich hoffe, dass ihr das auch weiterhin macht. Und ich hoffe, dass euch das so gefällt. Und ich hoffe, dass ihr dabei bleibt. Und ja, mit den Worten verabschiede ich mich von euch. Und hoffe, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Dann wünsche ich euch einen schönen Restsonntag. Tschüss!